Moin moin, liebe Foto- und Kunstfreunde, hier ist Nonbirds in einer weiteren neuen Folge Quick Tip in Affinity Photo. Heute zeige ich euch, wie ihr schnell und einfach den Pop-Up-Effekt bei euren Fotos erstellen könnt. Ihr seht hier bereits eine fertige Version des Effekts. So sieht das Ganze ungefähr am Ende aus. So, wir fangen an. Das Foto, das wir heute benutzen, habe ich hier schon geöffnet, habe rangezoomt, damit wir auch schnell damit arbeiten können. Wir werden jetzt erstmal das Objekt freistellen, damit das Ganze überhaupt funktioniert. So, wir nehmen uns hier also den Auswahlpinsel und markieren das Objekt, das wir freistellen. Er findet die Kanten oder er findet hier die entsprechenden Bereiche vollautomatisch. Ich habe hier ein relativ einfaches Objekt genommen, damit das Ganze schnell über die Bühne geht und es nicht allzu lange benötigt an Zeit. Wir machen das Ganze jetzt mal ziemlich grob. Wir werden das gleich noch verfeinern. So, jetzt fangen wir schon mal mit der Verfeinerung an. Okay. So, das sieht doch schon gut aus. Ah, da oben haben wir noch ein paar Bereiche, die noch nicht wirklich passen. Da haben wir noch einen klitzekleinen Bereich. Wunderbar. Der Rest. Ja, da haben wir noch einen. So, der Rest scheint aber schon sehr gut zu passen. Dann können wir jetzt auf Verfeinern hier oben klicken. Dann öffnet sich hier das Auswahl Verfeinern Dialogfenster. Und dann können wir hier die Auswahl nochmal etwas verbessern. Wir gucken jetzt mal, ich würde jetzt einfach mal den Bereich, habe ich vorhin vergessen, wir versuchen den nochmal mitzunehmen. So. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich möchte eine neue Ebene mit Maske erstellen. Wende das Ganze an. Das Ganze braucht kurz einen Moment. So, und dann schauen wir uns das fertige Ergebnis mal kurz an. Ja, ich würde sagen, das geht doch in Ordnung. Dann können wir die kopierte Ebene löschen. Können einmal aus dem Foto herauszoomen. Ich positioniere mir das mal eben kurz, so wie ich es brauche. Zoome nochmal etwas rein. Und dann machen wir jetzt gleich schon weiter mit dem nächsten Schritt. So, dann machen wir jetzt mit dem nächsten Schritt weiter. Jetzt gehen wir hin, nehmen uns oder wählen uns die gerade freigestellte Ebene aus, machen einen Rechtsklick und sagen Rastern und Trimmen und schneiden damit die Ebene auf den entsprechenden passenden Bereich zu, den wir nachher noch brauchen. Dann gehen wir zu den geometrischen Formen, wählen uns eine rechteckige Form aus und ziehen jetzt erstmal ein ganz normales Rechteck auf. Dann gehen wir hin und nehmen die Füllung raus und werden jetzt uns einfach eine weiße Farbe nehmen.
und stellen jetzt eine Kontur ein, die dann den Fotorahmen geben wird. Die stelle ich jetzt auf 25% ein. Die Ecke sind standardmäßig auf rund eingestellt. Ich stelle diese jetzt auf scharfkantig ein, auf spitz. Und dann gehen wir jetzt hin und passen uns unseren Fotorahmen nochmal etwas an, so wie wir den brauchen. Das heißt, ich ziehe mir das Ganze hier noch ein bisschen weiter auf, ziehe das Ganze dorthin, wo ich es haben möchte, mache das hier noch ein bisschen kleiner und dann gehen wir jetzt in Ebene, neue Live-Filter-Ebene, verzerren, Perspektive, denn wir müssen jetzt die Perspektive bearbeiten. Wir haben in dem Perspektivwerkzeug jetzt an den vier Ecken jeweils einen kleinen Knopf. Wir brauchen aber nur die Knöpfe oben links und oben rechts. Und wir ziehen jetzt den linken einfach mal ein bisschen weiter ins Foto nach hinten. Das gleiche machen wir mit dem rechten jetzt auch. Die anderen beiden Punkte unten lassen wir so, wie sie sind. Dann bestätigen wir das, indem wir hier bei dem entsprechenden Dialogfenster auf das X klicken. Und dann haben wir das Ganze festgesetzt. Dann machen wir die Ebene einmal zu, klicken das Ganze nochmal an, wählen es aus und werden das Ganze jetzt nochmal etwas nach unten ziehen. Ich passe mir die Position hier nochmal etwas an. Dann gehe ich hin und nehme mir mein freigestelltes Objekt und ziehe das nach oben. Und im Grunde sind wir jetzt schon fertig, aber eine Sache müssen wir ja noch machen. Und zwar klicken wir auf die Hintergrundebene, also aufs Originalfoto, und gehen dann zum Zeichenstiftwerkzeug und werden jetzt den Fotorahmen, den wir gerade erstellt haben, nochmal nachziehen. Ich gehe in die Detaileinstellungen für die Kontur und ziehe die Breite komplett auf 0 und werde jetzt hier aber die ganze Fläche zumachen und sage dann, ich möchte eine Auswahl erstellen und jetzt gehe ich einfach nur hin und gehe auf Ebene und sage neue Maskierungsebene. So. Und jetzt können wir die Auswahl auch entfernen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, oder was ich jetzt mache, ist, ich gehe rechtsklick und sage Rastern und Trimmen. Das Ganze wird wieder entsprechend zugeschnitten, so wie wir es brauchen. So, und jetzt können wir noch hingehen, können einen Hintergrund aufziehen. Die Kontur können wir rausschmeißen. Jetzt brauchen wir die Fläche. Wir nehmen uns jetzt einfach eine Farbe, füllen das Ganze mit der Farbe, ziehen den Hintergrund nach unten und wenn wir möchten, können wir das Ganze jetzt so lassen. Oder was wir natürlich auch machen können ist, wir nehmen uns unsere gerade zusammengestellte Ebene, ziehen uns das Ganze so, wie wir es brauchen, hier hin. Und dann gehen wir hier auf die Hintergrundebene.
und gehen dann auf Ebene. Und sagen jetzt wieder neue Live-Filter-Ebene. Neue Füllungsebene. Komm, wir gehen einfach in die Effekte und machen das Ganze so. Gehen in die Effekte, sagen, wir möchten einen Schatten nach außen haben. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob das soweit stimmt. Kurz mal schauen. Ja, das stimmt soweit. Okay. Dann nehmen wir uns jetzt hier einen Schatten nach außen. Stellen den Winkel noch so ein, wie wir das Ganze haben möchten. Zack. Und dann stellen wir uns jetzt noch den Radius etwas ein. Machen das Ganze zu. Und damit haben wir jetzt den Pop-Up-Effekt erstellt. So einfach geht's. So schnell geht's. Sehr einfach, sehr schnell. Wir gucken uns nochmal zum Vergleich das Original an, das ich vorhin erstellt habe. So sieht die erste Variante aus. Und das ist jetzt die zweite Variante. Ja, das wär's dann soweit mit dem Video. Wie erstellt man den Pop-Up-Effekt einfach und schnell mit Affinity Photo? Ich würde sagen, wir sehen und hören uns gerne bei einem nächsten Video.